Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und ich möchte euch heute gerne ein paar Masken vorstellen, die ich auch in meinem letzten DM-Haul gezeigt habe. Ich war wirklich sehr neugierig, wie diese Masken funktionieren, zumal ich sie vorher noch nie gesehen habe. Und zwar handelt es sich um die Masken von Misha. Ich habe diese Masken in einem Regal gesehen. DM hat nämlich extra einen Regal aufgestellt, eigens nur für solche Masken. Waren jetzt nicht nur Misha-Masken dabei, sondern auch andere. Auf jeden Fall waren halt nur Masken in diesem Regal. Ich habe mir folgende Masken mitgenommen, und zwar einmal die mit Kollagen, dann einmal mit AHA und BHA, dann einmal Trilagen, dann mit Propolis. Und dann gab es noch drei weitere Masken, einmal mit Pearl, dann einmal Lemon und einmal Honig, Honey. Die Maske, die ich euch abgefilmt habe, das ist diese hier mit Hyaluronsäure. Wie ihr seht, habe ich sie schon geöffnet und ich habe sie immer noch so in meinem Aufgebrauchtkörbchen stehen, weil diese noch gefüllt ist. Also da ist noch sehr viel Produkt drin von diesem Serum, mit dem die Maske getränkt war. Und die Maske habe ich euch auch aufbewahrt, die zeige ich euch jetzt. Wo ist sie denn jetzt? Ich hole sie mal eben. Genau, das ist jetzt die Maske, die habe ich ausgewaschen, weil ich sie euch einfach zeigen wollte. Dieses Vlies oder diese Tuchmaske quasi war getränkt mit dieser Flüssigkeit und ja, so sieht sie jetzt aus, getrocknet über der Heizung. Es ist ein wirklich sehr weicher Stoff und sehr, es ist kein reißfester Stoff, also wenn ich da jetzt dran ziehen würde, würde auseinandergehen. Aber ich muss sagen, ich konnte diese Maske wirklich sehr, sehr gut auf mein Gesicht anlegen, weil man sie sehr gut auseinanderzuppeln konnte. Man konnte sie richtig angenehm auf das Gesicht legen, zurechtziehen und es war ein richtig gutes Gefühl. Was ich über diese Maske sagen kann, ist, dass sie wirklich sehr, sehr, sehr getränkt sind. Wenn man die Maske einmal auf das Gesicht aufgelegt hat, dann tröppelte es nicht mehr so stark nach. Beim Herausziehen ja, aber wie gesagt, hier ist noch jede Menge Produkt drin. Vielleicht kann man sie sogar vergleichen mit der Hydrabomb-Maske. Ich habe die Maske auf mein Gesicht aufgelegt und sie war wirklich sehr, sehr feucht, muss man sagen. Sie war wirklich sehr nass und ich habe sie aufs Gesicht aufgelegt und es fühlte sich an wie eine zweite Haut quasi. Dann habe ich sie einfach 20 Minuten drauf gelassen. Dann merkte ich schon, wie sehr meine Haut dieses Serum eingezogen hat. Also die Maske, die fühlte sich nicht mehr so feucht an nach diesen 20 Minuten. Ich habe sie abgezogen und habe dann das Serum in meine Haut eingearbeitet. Muss aber dazu sagen, dass ich das Gefühl danach jetzt nicht unbedingt so toll fand, weil dieses Serum, obwohl es sehr gut eingearbeitet war in der Haut, doch etwas einen klebrigen Film hinterlassen hat und der verschwand auch nach einer Stunde nicht. Also es war ein komisches Gefühl. Deswegen würde ich wirklich raten, wenn man diese Maske ausprobieren möchte, dass man das vielleicht vor dem Schlafengehen anwendet und dieses Serum wirklich in das Gesicht einarbeitet, sich schlafen legt und man wird merken am nächsten Tag, dass die Maske ein richtig schönes Hautgefühl hinterlässt. Das heißt, das Serum zieht in die Haut ein über Nacht, hinterlässt seine Nährstoffe in der Haut und am nächsten Tag war meine Haut einfach wunderbar weich. Dieses klebrige Gefühl war nicht mehr da und deswegen mein Tipp, vor dem Schlafengehen am besten abends anwenden.
Bei diesen Masken handelt es sich um koreanische Tuchmasken, Tuchgesichtsmasken. Und hinten auf der Verpackung ist alles oder das meiste auf Koreanisch. Aber es wurde hinten Aufkleber angebracht in deutscher Sprache. Also hier sind eigentlich alle Masken aufgeführt, die vorhanden sind. Ich komme mal näher dran. Hier kann man genau sehen, die jeweiligen Masken und was sie bewirken. Beispielsweise die Hyaluronsäuremaske, die ich angewendet habe, ist einfach für intensive Feuchtigkeitszufuhr zuständig. Die BHA-Maske, wo ist sie denn jetzt? Da. AHA und BHA-Maske für einen Peeling-Effekt und ist porenverfeinernd. Die Kollagenmaske ist für Anti-Aging zuständig und bietet Elastizität für die Haut. Die Propolis-Maske ist intensiv nährend. Die Trilagen-Maske, sie ist, bietet auch ebenfalls Elastizität und Energie für die Haut. Dann gibt es noch eine Vitamin-Komplex-Maske, Hautregeneration und Stärkung und eine Glutathione-Maske für ebenmäßigen und strahlenden Ton. Ihr seht, jede Maske hat einen bestimmten Effekt und ich bin wirklich sehr gespannt, wie die anderen Masken auf meiner Haut wirken werden. Ich hatte jetzt keine Zeit, alle Masken auszuprobieren. Das würde ja ewig dauern, zumal ich nicht jeden Tag eine Maske aufsetzen möchte. Schaut euch die Masken an. Also ich finde sie wirklich sehr gut, was die Pflege betrifft, was die Wirkung betrifft. Und ich würde sie mir auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Aber fürs Erste bin ich ja sehr gut versorgt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.